Also eine Botschaft eines fremden Landes ist gar nichts, ja, gegen den Vorbehalt, ja. Wir können unsere Sachen nur richtig erledigen, wenn wir aus der Gesellschaft quasi herausragen, ja, einen Sonderstatus haben, einen Heiligkeitsstatus haben. Einen Heiligkeitsstatus haben, der aber natürlich in der Einschätzung, sagen wir mal, des Ausmaßes an Heiligkeit von allen anderen abhängig ist. Das heißt, Banken genauso wie Parteien, Unternehmen, die Gesellschaft zurück, Unternehmen genauso wie Gewerkschaften müssen ständig die Grenze im Blick behalten, die sie dort ziehen, um ihren eigenen Sonderstatus zu behaupten, und müssen im Blick behalten, ab wann das Gefühl der Partner auf der anderen Seite der Grenze, das Gefühl zum Beispiel von Parteien oder von Regierungen mit bestimmten Unternehmen nach wie vor eine gute Arbeitsplatzpolitik im eigenen Lande betreiben zu können, so sicher gegeben ist, dass man sich weiterhin die nächsten Jahre darauf verlassen kann, oder ab wann dort Unsicherheitssignale gegeben werden. Ja, so das, und das fand ich immer total faszinierend. Das ist sozusagen das Phänomen der Beobachtung zweiter Ordnung schlechthin. Ein Unternehmen, eine Bank, die einem Unternehmen in einem anderen Land einen Kredit zu geben beabsichtigt. Meistens nicht alleine, sondern zusammen mit anderen Banken. Schon da ist Beobachtung zweiter Ordnung der Fall. Auch die Regierung des jeweils betroffenen Landes, auch die Gewerkschaften des jeweils betroffenen Landes, auch die konjunkturelle Lage, das heißt die Kundensituation im betroffenen Lande zu beobachten, versucht, um von dort aus regelrecht einkreisend die Sicherheit, mit der unter Umständen der Unternehmer sein Projekt zu realisieren vermag, einzuschätzen. Ja, man hat also punktgenau auf die eine Frage, welchen Kredit in welcher Höhe, mit welchem Zinssatz verkaufe ich einem Unternehmer, das ist eine ganz simple technische Frage, punktgenau bezogen auf diese eine Frage, ein riesiges Geflecht von Beobachtungen zweiter Ordnung, indem man das gesamte Netzwerk gesellschaftlicher Optionen abgrast, abtastet, mehr oder minder vorsichtig im Auge behält, um diese eine Frage entscheiden zu können. Das sind Orte, wie der Soziologe dann sagt, Orte unglaublich verdichteter Intelligenz in der Gesellschaft. Davon gibt es ganz verschiedene, auch relativ viele, Gott sei Dank. Einer verdichteten Intelligenz, die nur deswegen verdichtete Intelligenz sein kann, weil sie eben eine Frage entscheidet und nicht irgendwie das Ganze entscheidet. Ja. Sie haben das Wort Blindheit hier in Ihrem Index. Ja? Das wäre ja der Gegenpol. Ja, wo ist der blinde Fleck? Der blinde Fleck hängt genau damit zusammen, dass man die Begrenztheit der Intelligenz, die man dort verdichtet, bezogen auf diese eine Frage, die zu entscheiden ist, aus den Augen verliert. Man denkt, und das ist typisch für Gewerkschaften, für Parteien, für Regierungen und für Unternehmen und Banken gleichermaßen, selbstverständlich auch für Universitäten und Wissenschaft, man denkt, dass das Ausmaß der Verdichtung der Intelligenz, die man dort betreibt, sozusagen der Ort schlechthin der Intelligenzproduktion in einer Gesellschaft ist, und übersieht, dass man ja eine ganz bestimmte Unterscheidung, kreditfähig, kreditnichtfähig, stabil, politisch stabil, politisch nicht stabil, trifft. Man sucht das Wissen über die ganze Welt, will aber nur eine isolierte Entscheidung treffen. Gebe ich einen Kredit nach Westafrika, ja? Und dafür muss ich die ganze Welt erforschen. Und jetzt habe ich aber die Blindheit dadurch gepachtet, ja, dass mein Entscheidungsfokus zu eng ist. Ist das richtig? Ja, nicht ganz. Die Blindheit kommt dadurch zustande, dass ich die Unterscheidung, die ich verwende, selbst nicht sehe. So sagen diese Systemtheoretiker. Ich sehe nicht die Unterscheidung, die ich verwende, obwohl ich sie und weil ich sie verwende. Und unter Nichtsehen der Unterscheidung wird jetzt das Folgende verstanden. Ich sehe nicht, dass ich mit einer anderen Unterscheidung etwas anderes sehe. Ach, das ist eine Unbestimmtheitsrelation für Soziologen. Das heißt, der handelt, kann sich nicht beobachten. Der sich beobachtet, handelt nicht. Richtig, der sich beobachtet, handelt nicht, weil er damit beschäftigt ist, rauszufinden, wie könnte ich denn handeln. Der sich beobachtet möglicherweise seine eigene Beobachtung, das heißt die Unterscheidung, die er verwendet, entdeckt, dass er auch andere verwenden könnte und gerät ins Zögern, ins Zaudern, mit Josef Vogel gesprochen. Der handelt, verwendet, und zwar uneingeschränkt, die jeweilige Unterscheidung, mit der er unterwegs ist, und kann in dem Moment nicht sehen, dass er mit anderen Unterscheidungen ganz andere Dinge sähe. Und genau das ist mit Blindheit gemeint. Und das ist das Pathos Ihres Buches, ist ja, dass Sie sagen, entscheide dich, du wirst es bereuen, entscheide dich nicht, du wirst es ebenfalls bereuen. Das heißt, die Nichtentscheidung ist ja auch, übernimmt das Risiko der Nichtentscheidung. Das heißt, Sie sagen, ohne Risiken gibt es gar nichts bei den Banken. Ja, vor allem ohne Entscheidung gibt es keine Organisation. Hier. Ja, dieser Satz gilt natürlich, muss man sozusagen zur Beruhigung sagen, nur für Organisationen. Menschen müssen sich nicht entscheiden. Ja, Individuen die können sozusagen durchs Leben driften.
Ne? Banken als Organisationen müssen sich entscheiden. Wenn die sich also entscheiden, einen Kredit nicht zu vergeben, ist das auch eine Entscheidung. Wenn die sich entscheiden, einen Kredit erst später zu vergeben, ist das auch eine Entscheidung. Alles ist eine Entscheidung. Und das heißt für Banken auf eine sehr, sehr manifeste Art und Weise, dass alles das, was passiert oder nicht passiert, von den Mitgliedern der Bank, von den Bankbeschäftigten, daraufhin beobachtet werden kann, was das heißt. Sodass man aus den vergebenen Krediten Schlussfolgerungen zieht, weiter zu vergeben, und aus den nicht vergebenen Krediten Schlussfolgerungen zieht, jetzt vielleicht doch zu vergeben. Deswegen ist bei diesen Krisen, die wir im Moment, bei der Krise, die wir im Moment beobachten, immer die Hauptfrage die, um Himmels Willen, wie können wir sicherstellen, und das ist ja genau das Dilemma, das wir gerade haben, wie können wir sicherstellen, dass die Banken aus den getroffenen Entscheidungen nicht das Falsche lernen. Das heißt, genau auf die Kredite verzichten, die sie bisher vergeben haben. Wir sitzen in dem Finanzierungsdilemma der Gegenwart deswegen, weil die Banken nicht mehr wissen, an welchen Stellen sie welche Kredite vergeben dürfen, mit einem sozusagen einschätzbaren Risiko. Ja? Wie ein verwirrtes Tier. Wie ein verwirrtes Tier, das an Stellen zu lernen versucht, an denen es gar nicht weiß, wie es lernen kann, weil es die Gesamtverhältnisse nicht einschätzen kann. Es gibt einen Ökonomen oder philosophischen Ökonomen aus Schottland, der befreundet ist mit David Hume und eine Brücke bildet, ja, in die Moderne. Ja. Adam Smith. Wann ist das Hauptwerk erschienen? Der Wohlstand der Nation ist 1776 publiziert worden. Das andere Hauptwerk über die Moral Sentiments, die moralischen Gefühle, ist wenige Jahre zuvor erschienen. Die Jahreszahl habe ich jetzt nicht parat. Warum wird mit so großer Achtung von ihm gesprochen? Was hat er gesagt? Er ist derjenige, der die liberale Ökonomie am strengsten gedacht hat. Ja, deswegen wird er oft auch von Liberalen in Anspruch genommen, die beispielsweise die Theorie der Moral Sentiments nicht mehr so sehr in das Zentrum ihrer Rezeption rücken. Er ist gleichzeitig, das übersieht man als Deutscher manchmal, er ist derjenige, der Hegel die Ökonomie beigebracht hat. Ja, also Hegel, Smith lesen natürlich. Und er ist damit derjenige, der bei Hegel das genaue Empfinden für die Notwendigkeit einer hochkomplizierten Dialektik ausgelöst hat und der damit sozusagen der Lehrmeister für Marx, nicht nur auf dem Feld der Ökonomie, sondern auch auf dem Feld der Suche nach Formen einer auch mathematisierbaren Dialektik ist, die in der Lage ist, ja, die Verhältnisse zwischen Wirtschaft und Politik, die es Adam Smith angefangen hat zu beschreiben, nachzubilden. Ja. Aber entscheidend ist der Gedanke von Adam Smith selber. Er wird ja oft zitiert als jemand, der entdeckt hat, dass der Mensch irgendwie einen natürlichen Hang zum Tauschen hat. Das mag sein, finde ich aber gar nicht so entscheidend. Ich finde entscheidend, dass Adam Smith jemand ist, der aus diesem großen Theorem des 18. Jahrhunderts, der Mensch verfügt über eine Form der Selbstliebe, nicht nur des Eigeninteresses, sondern auch der Selbstliebe, Amour propre haben das die Franzosen genannt, eine enorm wichtige Konsequenz für das Funktionieren von Wirtschaft zieht. Er sagt nämlich, wenn ich mir den Bäcker, den Metzger, den Schuster anschaue, die als Handwerker in einer Stadt ihren Geschäften nachgehen, dann haben die eine Amour propre, haben die eine Eigenliebe, haben die ein Eigeninteresse, nämlich ihre Gewinne zu steigern, die abhängig, deren Erfolg davon abhängig ist, dass sie ihre Brötchen, ihr Fleisch und ihre Schuhe an Kunden verkaufen, die ebenfalls ein Eigeninteresse, eine Amour propre, eine Eigenliebe haben, sodass er jemand ist, der von vornherein den Egoismus des einzelnen bürgerlichen Akteurs in den Kontext eines notwendigen Altruismus stellt, nämlich der Notwendigkeit des egoistischen Händlers, sich vorzustellen, was der andere braucht. Sich die egoistischen Interessen des Käufers so vorzustellen, dass er ihm etwas anbieten kann. Jetzt gibt es einen Mann namens Cardillac, den besten Juwelier von Paris. Und er liebt die Geschmeide, die er bauen kann. Ja? Er ist künstlerisch einer der Besten, ja? So sehr, dass die Frauen, an die er den Schmuck verkauft hat, ja? Anschließend ermordet und sich ein Stück Schmuck zurückholt. Er ist Geizhals. Ja, seiner Eigenliebe. Ja, das wäre nicht besonders geeignet. Das wäre nicht geeignet, aber bei allen großartigen Formen, ich sage mal, fraktaler Selbstorganisationsfähigkeit von Gesellschaft gibt es eben auch perverse Formen. Beziehungsweise ein Stück ist davon, ja, von dieser Eigenschaft, dass ich das Ding liebe, dass meine Selbsthingabe, ja, eigentlich mein Ich ist. Ja, das gehört mit als Würze hinein. Das gehört unbedingt hinein, weil ich ja tatsächlich erst herausfinden muss, welches Ausmaß an Eigenliebe möglicherweise auch für den Kunden abschreckend.
Der Preis ist zu hoch.